mit Vergnügungsstellung vor unser Gast, du im Forverts Videokanal. Du bist Reb Yosef Friedensohn, ein langjähriger Gründer und langjähriger Redakteur von dem Journal Das Yiddishe Wort, das geht heraus hinter der Aschguche von Agudas Yisro. In dem ist meine erste Frage zu euch. Was ist für euch Bichlal, das Yiddishe Wort? Das Yiddishe Wort ist der Organ von Agudas Yisro. Ich weiß, es stellt man sich vor, zu allen jüdischen Problemen. Die Stellung von Teure, die Stellung von Gedäule Teure. Die Stellung von Teure zu allen aktuellen Problemen. Für sogar in unserem speziellen jüdischen Leben. Der Journal allein nimmt Stellung zu allen Problemen, die es gibt im jüdischen Leben. Er informiert unsere Jeden, was geht in dem jüdischen Leben, was ist auch speziell, was ist auch ein religiöses jüdisches Leben, ein teurer, dicken Leben, die Yeshiva-Welt. Die Zeitung geht sich auch gut mit Geschichte, in der Sache jüdische Geschichte, weil Jüdischkeit baut sich auf Geschichte. Und die Geschichte für teure Jeden, speziell vor dem Nahen da, die Geschichte von teuren Jiden in die amulige Jung. Der Journal allein geht sich als Abbruch mit der Chorm und mit der Geschichte von Chorm. Und mit dem, wie so teure Jiden haben sich ausgezeichnet in die Jung von Chorm. Jiddisch ist allein, die Sprache allein ist auch heilig von teuren Jiden, von teurer Jiddischkeit, von Asach Jiden. Hagam, wir weißen schon heute, als von der Sache teure Jiden, was kennen nicht kein Jiddisch. In der Kenschachis mit dem wollte ich gewollt fragen, wie groß ist das Spur von Jiddisch und wie klar von der Sprache auf dem religiösen Gedanken? Das ist nur eine Spur, weil laut meiner Meinung, als ein Mensch, der davend auf Englisch, auf einer anderen Sprache, nicht keine jiddische Sprache, ich meine auch Hebräisch, versteht sich, seine Assoziationen sind nicht von der jüdischen Welt. Seine allgemeine Kultur, zum Beispiel auf Englisch, ob reden wegen Englisch, ja, ist von der englischen Welt. Der Remis ist, als Verteuerin, ist jüdisch, ist auch durch jüdische Lust noch eine von den Ekrim. Eine von den Sachen, wo Jüdischkeit bot sich auf ihm. Der Remis ist, als jemand alle größeren Yeshiva sind noch heutzutage. Reden Jiddisch. Im Verteidigen. Reden Jiddisch, das heißt, man lernt Gemurre auf Jiddisch. Mhm. Man lernt Teure auf Jiddisch. Wie Amul in der Geburt. Ja, so ist es gewesen in Amul. In Amul ist es gewesen. In Amul ist die Sprache gewesen an Nicke. Jeden, was in der Welt kann, auf Jiddisch reden, was haben sich assimiliert, was haben aufgehört zu reden Jiddisch, sind in der Welt kann auf Jiddischkeit euch. Ja, ja. Da geht das meine Heuche. Aber es hat sich aber herausgestellt, dass das ist nicht schlafdaft. Mhm. Ich kenne seine Jid und nicht reden Jiddisch. Mhm. Von der anderen Seite ist Jiddischkeit, ist eine Hilfsjiddischkeit. Nur in der Remis ist, als teure Dicke nehmen, darf jeden reden an eigene Sprache. In der Vater kommen teure Jiden gepflegt Jiddisch. In geschrieben Jiddisch. In speziell jiddische Schule, in Polen, in Rumänien, in die Länder, wie Jiden am Gerät Jiddisch, haben sie gepflegt Jiddisch, gepflegte jiddische Sprache. Alle Zeiten gesehen, die werden in Jiddisch. Eine von den Schiebes von Jiddisch kennen sie, eine andere Sache. Das ist eine ganz interessante Sache, was hat passiert in dem Museum-Institut in Amerika. Eine Sache, Jiddischisten haben Kinder, sind geworden fromm. Ich meine, einer der kuschelsten Jiddischisten ist immer in unserer Zeit, in unserer Jugend, der letzte Jugend, ist gewesen Schächter. Mordke Schächter, ja. Und seine Kinder, ja. Und seine Kinder, und er ist nicht der Einzige.
seit er von deswegen Maske macht, als Jiddisch ist ein Teil von Jiddischkeit, ein Ort, eine wichtige Spur. Jiddisch ist als eine für die Säudes. Auf der jiddischen Identifikation. Eine Säudes für Jiddischkeit. Ja, ja. Mir in der Gutes Israel ist, die hat Chile sein Gewinn verbinden mit Eretz Israel, mit Medinas Israel. In meine Frage, die letzte Frage, ist, was ist der antike Kuckwinkel von der Gutes Israel, auf dem was kommt vor in Israel? Für uns ist Eretz Israel ein jüdisches Land. Es darf sein jüdisch. Es darf sich führen jüdisch. Und der Ideal in der Israel soll sein, teure der Eretz Israel. Wie Jiddischkeit soll beherrschen das öffentliche Leben, das private Leben für jeden einen. Das wird klar. Der Geruf in Eretz Yisrael, wir wissen, wir haben verloren Eretz Yisrael, nicht nach Hatterweine Goline mehr als eine. Und wenn jeden, mir gleich mal, wenn Eretz Yisrael wollte gewählt teurer, wollte sie gewählen sicherer. Die Sicherheit von Eretz Yisrael ist gebunden, mit dem, als jeden soll es abbieten. Und das ist es, der eigentliche Sultan, er ist so, der eigentliche als eine Partei. Ihre Aufgabe ist, als er ist so, als das jüdische Leben, er ist so, soll sein teurer Dick. Mhm. Wenn es ist nicht, sehen wir darin eine Gefahr. In der Remini diktiert uns, als mit einem teurer Dick Leben, schaffen wir eine größere Sicherheit. Eine größere Sicherheit in den Gerangel mit der Sonne. Sehr interessant gewesen, mit der Chabmaschmies. In der Zeit ist von deswegen begrenzt. Und wir hoffen, dass wir wollen eine gute Gelegenheit sich treffen mit euch. Öfter bei euch in der Redaktion. Und noch manchmal sind in der Schmies. Oh, sehr gerne. Alles Gute.